Oh, Hase, warum zappelst du so rum? Warum bist du so aufgeregt? Na, ich bin so aufgeregt. Heute ist doch unsere Kids Church. Aber da muss man doch nicht gleich so rumzappeln. Kannst du doch stillstehen. Musst du etwa pipi? Und ich bin so aufgeregt. Oh, Lisa, du bist ja heute wieder schlecht drauf. Immer wieder dasselbe mit dir. Bald müssen wir dir schon einen Psychiater besorgen. Lisa, Kindchen, was ist mit dir los? Ja, ich bin so, so traurig. Na, weil heute das letzte Mal so richtig Kids Church ist. Und wenn das hier vorbei ist, was passiert dann mit mir? Was passiert mit dir, du Omi? Was passiert mit dir, Hasi? Ich bin so traurig. Oh. Ja, aber Lisa, du musst mal so schauen. Wir sind heute hier zusammengekommen, um Party zu machen, um zu feiern, um Spaß zu haben. Und du kommst und siehst so ein Gesicht, das wir noch keinen haben. Lisa, heute ist ein guter Tag. Gott hat den Tag gemacht für uns alle und für die Kinder. Und wir werden heute Party machen. Ja. Für Jesus. Na gut, du hast ja auch irgendwo recht. Okay. Dann peppel ich mich halt wieder auf. Okay, Kinder, Sigi hat sowas von recht. Wir werden jetzt unseren König preisen. Wir werden eine dicke, fette Party für Jesus machen, denn er ist gut und er ist hier und er liebt uns. Und das ist doch aller Grund zur Freude. Ich weiß auch nicht, warum ich immer so schlecht drauf bin, aber nie. Jetzt habe ich mich wieder erinnert, wie cool es mir doch eigentlich gehen sollte. Kinder, wir feiern jetzt Jesus. Seid ihr mit dabei? Juhu! Bei mir.
Hi Kids, schön, dass ihr wieder dabei seid und wir freuen uns. Und heute haben wir was ganz Neues für euch. Und ich habe mir ganz viele Kinder eingeladen, damit wir heute mal drüber sprechen, wie es eigentlich war, die letzten 12 Wochen. Genau. Und ich habe ein paar Fragen mitgebracht und da wollen wir doch gleich starten. Wir haben jetzt hier Kinder aus Nördling und aus Aal, aus dem Gospelhaus. Und da würde ich mal ganz gern wissen, Alan, wie war für dich die Zeit denn ohne Schule? Für mich war die Zeit eigentlich ganz schön und ich habe dann bei dem Homeschooling, da bin ich am Anfang nicht so zurechtgekommen. Und danach bin ich halt schon zurechtgekommen wieder und dann habe ich mir halt die Rest der Zeit genommen, mit meinen Brüdern zu spielen oder sowas halt. Okay, das heißt, du warst im Homeschooling ein bisschen schneller fertig? Ich hatte auch nur 4 Seiten auf immer. Okay. Und dann bist du damit super klar gekommen? Ja. Hat die Lehrerin viel geholfen? Oder hat die Mama geholfen? Niemand. Niemand? Nur die Lehrerin ein bisschen. Schon. Konnten wir schon nachfragen. Dafür ist die ja da, oder? Cool. Schön. Wie war denn die Zeit für dich, Julie, als es keinen Kindergottesdienst gab? Nur online? Für mich war das ein bisschen doof, weil ich mag eigentlich Kids, also die Kinderstunde sehr. Und da ist man halt zusammen und kann richtig reden und bei der Kids Church in online, da ist man halt nicht so in der Gemeinschaft zusammen. Das stimmt, man sitzt nur alleine. Hast du es alleine geguckt oder hast du mit deinen Geschwistern geguckt? Mein Bruder, der ist ja schon 16, der schämt sich immer dafür. Der stimmt, der wird es nicht mehr gucken. Der. Und sonst habe ich es eigentlich mit meinem Papa oder Mama oder mit meinem anderen Bruder angeguckt. Schön. Ja, ist schon ein bisschen anders, wenn man einfach vor dem Fernseher sitzt, gell? Und nicht mit den anderen Kindern zusammen sein kann. Mhm. Cool. Mariella, was hat denn dir so gefehlt in dieser Corona-Zeit? Was war total schlimm, was konntest du nicht machen? Meine Freunde in der Schule und... Warum haben die dir gefehlt? Was macht ihr sonst mit den Freunden? Wir tun so halt so spielen. Zum Beispiel in der Schule haben wir immer Pferde gespielt in der Pause. Mhm. Und da konnte man halt auch. Jetzt hast du keinen Partner mehr gehabt, gell? Du musst alles ganz alleine spielen. Ja. Oder hast du mit den Geschwistern gespielt? Naja, also Talina und Pauline. Die hatten immer so viele Hausi auf und Lenia, die hatte noch mal kurz und noch mal lang Hausi. Und mit der habe ich manchmal gespielt. Das ist natürlich schwierig, gell? Die Geschwister sind meistens nicht so alt wie man selber und mit Freunden ist es viel schöner, weil die sind in einem Alter und meistens hat man die Freunde, die das Gleiche machen wie man selber, wo man richtig viel Spaß zusammen haben kann. Ja. Toll, cool. Dann habt ihr trotzdem jetzt dann einiges erlebt. Dann erzähl mal, Miley, was war denn für dich total toll und für was bist du ganz dankbar gewesen in der Zeit? Dass wir wandern gegangen sind und mit der Rodelbahn gefahren sind. Wow. Ja, wandern, das war eines, was man konnte, gell? Sonst konnte man nicht so viel. Schwimmbad war geschlossen, Turnhallen gab es nicht, kein Fußball gab es. Das ist ja schon ein echter Verlust. Aber wandern ging. Toll! Finde ich gut. Warst du mit der ganzen Familie unterwegs, oder? Ja. Ja. Mehr. Toll. Einwandfrei. Was war für dich, Luca, die Highlights in der Kids Church? Was hat dir da besonders gefallen? Was war irgendwie cool? Also mir hat direkt das erste Quiz am besten gefallen, weil das mit dem Gebet, da musste man halt richtig aufpassen. Und das war jetzt auch mal wieder eine Herausforderung, weil man in Corona halt nicht so viel machen konnte. Mhm. Okay, ich hatte jetzt einen Nachbarn, mit dem ich mich jeden Tag getroffen habe, weil das hat jetzt nichts gebracht, wenn jeder einfach in seinem Haus drin bleibt oder im Garten und zusehen muss, wie der andere da sich halt langweilt oder Spaß hat halt eben. Und man will halt zusammen Spaß haben. Deshalb fand ich es halt einfach, das Quiz, das hat mir halt so richtig Spaß gemacht. Mhm. Und ja. Das war, gell, das musste man richtig aufpassen. Ja. Also ich habe es versucht selber, ich habe dreimal von vorne angefangen, bin ich ehrlich. Ja. Also es war richtig schwierig, fand ich auch. Ja. Genau.
Wir haben ja lauter neue Lieder gehabt in der Kids Church, ne? Von der neuen CD. Welche Lieder fandet ihr am besten? Kann sich jemand an ein Lied erinnern, wo er sagt, das fand ich total toll? Julie, weißt du noch eins? Du hast die ganze Welt gemacht. Toll, ja, das ist einfach schön, ne? Und man weiß, Gott hat die Welt gemacht, das ist alles so toll. Wer weiß noch eins? Hat irgendjemand eins noch im Kopf? Ja, irgendwie, also da gab es schon ein Lied. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das hieß. Auf jeden Fall, das hat der Nico gesungen. Der Nico hat gesungen? Ja. Um was ging's? Weißt du noch, um was drin vorkam und ging's um? Das war vom Vater im Himmel, halt Papa im Himmel. Ah ja, das, genau. Sehr gut. Genau, das ist toll. Ja. Genau. Dann gab es noch ein Lied über Dankbarkeit. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Mali, weißt du auch noch ein Lied? Oder kennst du schon alle auswendig? Nein. Nein? Ich habe Videos von Kindern gekriegt, die mir schon vorgetanzt haben, wie sie im Garten getanzt haben, die Lieder. Richtig toll. Also ich war richtig begeistert von dem, was ich auch zurückbekommen habe. Sehr, sehr cool. Schön. Dann wollen wir jetzt mal gucken, was noch auf uns zukommt. Ja, und wir haben jede Woche tolle Special Guests gehabt bei uns in der Kids Church. Und da wollen wir jetzt auch nochmal jemand begrüßen. Und als erstes kommt Lisa zu uns. War ein paar Mal bei uns in der Kids Church und die war nicht immer gut drauf. Könnt ihr ihre Gefühle verstehen? Wisst ihr noch, was da war? Warum die so manchmal so traurig war oder irgendwas nicht funktionierte? Könnt ihr das verstehen, was da war? Weiß es noch jemand? Ja, Julie? Ich glaube, es war wegen Corona, weil es ihr so auf die Nerven gegangen ist. Genau, einmal ist sie richtig dick auf die Nerven gegangen, weil sie niemand mehr sehen konnte. Und sie war so ein bisschen frustriert, gell? Weiß noch jemand, was das aber das Thema war, was am Schluss war? Was hatten wir da für ein Thema? Das war Dankbarkeit. Dann sind plötzlich alle Kinder aufgetaucht, die dankbar für was waren. Ja, ich glaube, ich habe den da auch gesehen und den habe ich auch gesehen. Und dich habe ich auch gesehen, genau. Warst du nicht die mit dem Thermomix? Nee. Warst du eine Schwester? Und du hast die mit dem Trampolin, oder? Ja. Nein, okay. Also ich habe euch auf jeden Fall gesehen und mir ist auf jeden Fall so einiges bewusst geworden, wofür ich so dankbar sein kann. Ich habe mich so richtig gepusht und ermutigt. Aber manchmal passiert mir das immer wieder, dass ich so traurig werde. Und traurig werde, weil das alles gerade echt doof ist. Aber dann kommen wieder so Momente, wo ich merke, dankbar, dass uns Gott immer altes Brot und so gegeben hat, das wir über Corona gebraucht haben. Das Brot? Ja. Magst du Brot? Ja. Ich mag auch Brot. Und Käse. Cool. Und Käse, natürlich Käse. Ist doch so wichtig im Leben. Und du? Ich bin dankbar dafür, dass ich auch während Corona Fußball spielen konnte und dass ich es jetzt halt auch nach Corona immer wieder kann. Ja, Fußball spielen ist auch super wichtig. Und du, Magella? Ich bin dankbar, damit wir jetzt wieder in die Schule kommen. Ja, die Schule fängt wieder an. Freunde, ich sag euch eins. Egal wie es um uns herum aussieht, Gott ist gut und gibt uns immer einen Grund zur Freude. Also ich will jetzt einfach mal alle ein Lächeln sehen. Das Schöne wird gehabt, das Schöne wird gehabt. Auch hier sind wir zu Hause. Alle mal lächeln. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Hey Kids, cool, dass Lisa da war. Und hier haben wir schon den nächsten Gast. Ritter Sir Maximus ist bei uns wieder. Hallo,
was du machen willst, Sir Maximus. Ganz hey. Meinerseits. Kinder, wisst ihr noch, was wichtig ist beim Ritter? Welche Merkmale habt ihr euch gemerkt, wie ein Ritter sein muss oder was für ihn wichtiger ist? Ja, Alan, schieß los. Ein Ritter ist ja mutig. Mutig, genau. Stark. Er braucht ein Schwert, um sich zu verteidigen oder zu kämpfen. Das Schwert zum Verteidigen, richtig. Julie, weißt du auch noch was? Nee. Nee? So ein Schwert finde ich. Also wenn man damit kämpft, wenn jemand so mit dem Schwert umläuft, was würdest du den angreifen? Nee, oder? Ich würde sagen, wenn ich ein Schwert trage, das vergibt mir Sicherheit. Ne? Alle denken, boah, der ist was. Ne? Also finde ich cool. Das Schwert mit der Sicherheit. Also mit dem Schwert war das ja so. Das Schwert ist wie das Wort Gottes. Mit dem Schwert können wir die Feinde fernhalten. Mit das Schwert gibt uns Sicherheit und Schutz. Und das Schwert zeigt, wer wir sind und welchen Status wir haben. Ne? Wir brauchen das Schwert, um uns zu verteidigen. Genauso ist es mit dem Wort Gottes auch. Wenn der Feind uns mal wieder angreift, dann holen wir das Wort Gottes raus und proklamieren starke Bibelstellen und sorgen dafür, dass der Feind wieder in die Flucht geschlagen wird. Richtig? Ja. Und im Wort Gottes steht auch drin, wer wir sind. Wir sind Heilige, wir sind Gerechte, wir sind geliebt, wir sind Kinder Gottes. Was will man mehr, oder? Und dafür bin ich extra aus Kolonia nach hier angereist, um euch das zu sagen. Das Schwert stand also für das Wort Gottes, richtig? Ja. Also, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, dass ihr niemals vergesst, dass das Wort Gottes scharf ist wie ein zweischneidiges Schwert. Macht's gut, Kinder. Danke, Samuel. Hey Kids, ja, jetzt hatten wir Sir Maximus, aber jetzt fehlt uns noch jemand. Da war noch mal jemand in der Kids Church. Wer war da noch da, wisst ihr's? Ach so. Ja, schieß los. Sieglinde. Mensch, Sieglinde fehlt noch. Hoffentlich kommt Sieglinde heute Abend noch besuchen, oder? Das wäre super. Okay, dann hoffen wir mal, dass Sieglinde noch auftaucht. Sieglinde! Es hat dann tatsächlich geklappt. Das gibt's ja nicht! Was lernen wir daraus, Junge? Dass Gott uns so liebt, dass ihm sogar diese Sachen wichtig sind. Sogar mit Fußball und so. Ja, da sind so einige sehr konservativ und denken, Fußball ist nichts für Christen. Das ist nicht richtig. Wenn du Fußball liebst, junger Mann, dann liebt Gott auch Fußball. Das ist ganz einfach. Man erinnert dich. Oh, das ist so
Da bin ich so richtig vom Weg. Ja, liebe Kinder, ich bin heute nochmal hier gekommen, um euch zu sagen, wie sehr ihr geliebt seid. Gott liebt euch so, so arg. So sagt man hier im Schwabenland. Arg. Ja, ihr seid ihm so wichtig. Vergiss es niemals. Und wenn, dann vergiss auch niemals. Denn ihr habt gehört, das hilft. Nicht wahr? So, liebe Kinder, vergiss nicht, ihr seid wichtig, ihr seid geliebt. Gott ist auf eurer Seite. Deswegen könnt ihr immer stark sein. Juhu! Jetzt macht ihr alle mal mehr ein Juhu bei drei. Eins, zwei, drei. Juhu! So, ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich muss noch ein paar Pelmenis kochen und dann sehen wir uns vielleicht bald irgendwann mal wieder. Tschüssi, Kowski! Ja, cool, jetzt hatten wir alle da. Super. Siglinde war da und Ritter Maximus und Lisa. Und jetzt haben wir alle unsere Helden von Kids Church da gehabt. Echt super, ne? Jetzt machen wir weiter mit einem Spiel. Und das haben wir die letzten Wochen schon gehabt. Jungs gegen Mädels. Und damit starten wir jetzt. Ja, jetzt spielen wir Jungs gegen Mädchen. Hier haben wir die Jungs, da haben wir die Mädels. Wir haben ein bisschen Verstärkung gekriegt, damit das auch klappt. Vielleicht damit die Mädels gewinnen, oder? Schauen wir mal, wer besser ist. Okay, ich habe ein paar Fragen zu den Themen von den letzten Wochen. Und dann schauen wir, was ihr noch wisst. Und ihr Kids könnt natürlich mitraten am Bildschirm. Mal sehen, was ihr noch wisst. Okay? Super, dann starten wir mit der ersten Frage. Das ist ein bisschen tatsächlich die erste, eigentlich die schwierigste. Sagt einen Bibelvers aus den letzten Wochen auswendig auf. Wisst ihr ein? Julie? Oh nein. Ihr habt auch nur einmal geguckt. Sollen wir mal einen miteinander anschauen kurz? Ich habe auch mal hier, ich habe einen Spicker, okay? Also es waren auch so viele, wenn ich ehrlich bin. Welchen ich besonders schön fand, den würde ich euch gerne mal schnell vorlesen. Hab ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst. Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Den Bibelvers, den fand ich total super, den hatten wir beim Thema Angst, ne? Dass wir stark und mutig sein sollen, sagt Gott zu uns. Ne? Mit der Stimme. Genau, wir sollen keine Muschis sein, stark und mutig. Ich habe auch keine voll cool. Eigentlich. Eigentlich, gut. Also, jetzt zweite Frage. Habt ihr eine Auswahl? Ihr müsst ergänzen. Glaube ohne Werke ist A. langweilig oder B. tot. Tot. Da war die richtige Antwort bei den Jungs. Tot war's. Siehst du? Okay. Haben wir noch mal was, was wir ergänzen müssen? Gottes Wort bringt A. Sicherheit, B. Geld, C. Schutz oder D. Ansehen. Welches Schutz, sind richtig? Da. Sicherheit und Schutz. Beides ist richtig. Beide. Das gibt einen Punkt an die Mädels. Sehr gut. Cool. Wow. Jetzt geht es wieder um die Geschichte, die wir gehört haben. Und zwar geht es um Jesus mit den Jüngern bei dem Sturm. Was sagt Jesus zu seinen Jüngern in dem Sturm? Ja, tschüss. Ja, vertraut, aber noch was. Was hatten die da in dem Sturm? Habt keine Angst. Ja, du darfst reinschreien. Aber habt keine Angst, hat er gesagt. Genau, die war total ängstlich. Und er hat gesagt, ihr sollt keine Angst haben. Genau. Okay. Noch eine Frage. Siglinde. Welches schlimme Ereignis passierte Siglinde als Kind? Ja. Auf einmal ist der Baum, oder ihr Bruder und so haben den Baum angezündet und dann ist er in Flammen aufgegangen. Genau. Und dann hat sie gebetet und dann ist ihre Mutter reingekommen und hat mit dem Teppich den Baum dann. Genau, die ganze Geschichte gleich wiedergegeben. Genau. Super, genau. Also, der Baum hat gebrannt quasi. Siglinde hat den Baum angezündet. So, jetzt noch eine schwierige Frage. Mal gucken, ob wir die zusammen hinkriegen. Nenne vier Kernwahrheiten. Die letzten vier Wochen haben wir vier Kernwahrheiten gehabt und die wurden jede Woche wiederholt. Wer weiß welche? Jesus liebt mich.
Ja, Jesus liebt, also. Jesus vergibt dir egal was. Jesus vergibt dir egal was, war das Erste. Was ist noch klar? Das wisst ihr auch, Jungs. Was steht noch in der Bibel? Was ist immer klar? Du sollst immer Gott vertrauen. Jesus liebt mich. Jesus liebt mich, genau. Und Gott ist gut. Richtig. Und welchen haben wir noch? Eins fehlt uns noch. Alles ist möglich mit Jesus. Wow, gut. Yeah, cool. Das war super. Genau, das war schon. Die fünf Fragen hatte ich, glaube ich, fünf waren es, sechs waren es. Wie viel hatten wir? Und wer hat Punkte gemacht? Sechs. Die Mädels haben gewonnen, auf jeden Fall. Sehr gut wart ihr. Ich glaube, die Julie war hier richtig gut. Die hat viel geguckt, ne? Und sich viel merken können. Super habt ihr es gemacht. Okay, wir haben aber jetzt noch ein Spiel und da geht es mehr um Sport. Und da können vielleicht die Jungs aufholen. Das ist eure Chance. Da gehen wir jetzt hin und machen weiter. Ich habe so einiges drauf mit meinem Ei. Und mal gucken, ob die Kinder das hinter mir auch so drauf haben. Das Ei muss von hier nach hinten transportiert werden. Und wer, welches Team als erstes drei Eier auf dem Stuhl da hinten liegen hat, dieses Team hat gewonnen. Wir spielen jetzt noch einmal Mädels gegen Jungs. Seid ihr mit dabei? Und ihr zu Hause feuert die Kinder an. Eins, zwei, drei, los! Sieg für die Jungs da draußen. Also heute geht Mädels gegen Jungs, haben heute Gleichstand. Woo! So Kinder, jetzt kommen wir dem Ende zu. So traurig, oder? Aber wir haben noch eine coole Überraschung für euch. Beim letzten Mal hatten wir ein Gewinnspiel. Wisst ihr noch? Dieses mit den Quietsche-Entchen, wo ihr die Entchen zählen musstet. Und einige Kinder haben uns zurückgeschrieben und gesagt, wie viele Enten die gezählt haben. Und einige von denen haben die richtige Anzahl geraten. So ist es. Genau. Und welche Kinder das waren? Oder sollen wir einem Kind, weil ich meine, das waren ja mehrere, sollen wir einem Kind diese coole neue CD schicken? Oder? Also normalerweise kriegt sie nur eine. Aber da wir jetzt die eigentlich allerletzte Kids Church wahrscheinlich haben, wäre es gut. Ach, wir nehmen alle. Alle kriegen eine CD. Alle Kinder, die die richtige Antwort geschrieben haben. Wow, das ist doch richtig cool. Heute sind wir richtig großzügig, oder? Ja, ich glaube auch. Das können wir machen. Check. Die Familie Bosse hat geschrieben, vier Kinder haben die. Das war die Annalena, die Emilia, Sophia und die Elisa. Und die haben alle die richtige Antwort gehabt. Ihr kriegt auf jeden Fall eine CD von uns. Ich würde sagen, ihr seid richtig bossig. So, und jetzt sage ich euch noch, wer gewonnen hat. Und zwar der Mio hat gewonnen. Woo! Und die Lia und die Nele. Ihr bekommt auch eine CD zugeschickt. Super. Und weil wir heute, so wie wir es jetzt immer hatten, die letzte Kids Church haben, werden wir jetzt nicht jede Woche wieder was schicken, sondern aber ab und zu mal. Da schaut ihr einfach in unserem Channel vorbei. Ab und zu werden wir noch was online stellen. Wir hoffen allerdings, dass wir ganz bald richtig wieder Kids Church machen können in Aalen mit Lilly oder in Nördlingen mit mir. Und da freuen wir uns natürlich, wenn du dabei bist und uns besuchen kommst in Aalen oder in Nördlingen. Und du kannst deine Freunde mitbringen. Das ist ganz wichtig. Genau. Okay, und heute gibt es noch eine richtig coole Bastelarbeit mit der Doris. Also bleibt dran, macht mit und wir sehen uns wann?
wissen wir noch nicht genau, aber schaut auf unserer Internetseite vorbei. Sobald es soweit ist, werden wir es dort online stellen und euch sagen, wie es läuft mit der neuen Kids Church in unserem Haus wieder hier. Ciao, wir haben richtig viel Spaß mit euch gehabt und hoffen, dass wir uns bald wiedersehen. Wir freuen uns auf euch. Ciao. Ciao. Hi Kids, schön, dass ihr wieder da seid. Heute machen wir ein ganz tolles Bastelprojekt und zwar machen wir Geldbeutel aus Tetrapacks. Hier für Jungsmotiv mit Pirat oder dekoriert mit Washi-Tapes. Legt mal los! So, und zwar für unsere coolen Geldbeutel brauchen wir einen Tetrapack. Ich habe jetzt einen genommen von Milch. Wichtig ist nur, dass der 4 Kanten hat, die nicht eingedrückt sind, wie es oft beim Saft der Fall ist. Dann habe ich den schon ausgespült und trocknen lassen. Dann brauchen wir eine große Schere. Ich habe auch noch eine kleine, da komme ich besser in die Kurven rein. Und wer zum Verzieren noch hat, Washi-Tapes oder wie bei dem Jungsmotiv noch Acrylfarbe und einen Pinsel. So, und zwar geht es so, wir schneiden mit der Schere jetzt mal den Boden weg. Da pieksen wir jetzt einmal rein und schneiden es ringsherum weg. So, dann machen wir diesen Falz da oben auf. Genau, dass das ganz aufgeht, drücke ich jetzt hier noch rein in das Loch. Genau, der war jetzt noch nicht ganz ausgetrocknet, der Karton. Okay, kommt noch ein bisschen was raus, dann trocknen wir den mal innen ab. So, dann machen wir... Dann drücken wir den so runter, dass der seitlich, dass es seitlich eine Falte gibt. Das heißt, wir drücken den so aufeinander, dass die Falte auf die gelegt wird, auch oben. Und dann einmal Glattstreifen. Ich nehme jetzt da immer zum Glattstreifen den Rücken von der Schere. Dann wird es schön glatt. Und das Gleiche machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. Wir legen wieder die beiden Linien aufeinander, drücken es zuerst grob mit der Hand an und fahren es dann mit der Schere nach. So, jetzt müssen wir, jetzt haben wir ja da in der Mitte eine Falte und jetzt müssen wir zwischen der normalen Kante und der Falte nochmal falten, nochmal die Hälfte machen. Da legen wir wieder hier seitlich die beiden Kanten aufeinander, links auch, drücken es grob mit der Hand fest und streifen wieder mit der Schere drüber. Das machen wir jetzt pro Seite zweimal. Jetzt haben wir es links, dann machen wir es rechts auch noch. Genau. Dann schneiden wir jetzt oben und da nehme ich jetzt die lange Schere, schneiden wir jetzt mal oben eine gerade Linie. So, dann nehmen wir die Packung, drücken wir mal so flach. Und dass die Öffnung oben ist und jetzt nehmen wir so ein Drittel, also ein Drittel von unten, biegen wir es hoch. Ungefähr so. Ihr könnt es jetzt auch
mit dem Lineal ausmessen, wo ungefähr ein Drittel ist. Also hier haben wir jetzt ein Drittel und hier. Dann drücken wir es wieder mit der Schere fest. Genau. Dann nehmen wir das seitlich. Jetzt haben wir ja hier einmal hier eine Linie, die wir gerade gefalten haben. Und hier 1, 2, 3. Und jetzt dann nehmen wir die erste. Jetzt schneiden wir bei der ersten einmal hoch bis zu der Drittellinie. Dann rüber bis zu dieser äußersten Linie. Da schneiden wir jetzt einfach so eine Tür rein. So, das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Haben wir wieder die Linie 1, 2 und 3. Dann schneiden wir bei der dritten hoch. Bis zu dieser Falzlinie. Und wieder rüber bis zur ersten Linie. Dann haben wir wieder so eine Tür. Gut, dann falten wir das seitlich rein und zwar so. Wir nehmen jetzt einmal, drücken wir das jetzt zuerst so. Also wir müssen diese Linie in der Mitte nach unten drücken und die, das bleibt dann gerade. So im Prinzip. Genau, und auf der Seite auch. Wir drücken das, die Linie in der Mitte nach unten. Und dann haben wir hier die zwei, die müssen oben sein. Genau, Moment. Ja, so. Gut, dann drehen wir es um, dass der runde Kreis eben unten liegt und falten jetzt nochmal ein Drittel. So, da muss man jetzt schon ein bisschen stärker drücken. Gut. Dann haben wir jetzt hier, also hier ist der runde Kreis jetzt, das ist hier umgeklappt. Und hier haben wir jetzt eine Linie und das schneiden wir jetzt so aus. Nur das obere, das untere muss bleiben. Nur das obere, das schneiden wir jetzt hoch. Bis zu dieser Kante, wo das obere Teil kommt und so rüber. So, das schneiden wir einmal rechts weg und einmal links. Genau, darauf achten, dass das untere dran bleibt. So, dann nehmen wir dieses Teil und biegen das hier so rein. Somit haben wir jetzt hier zwei tolle Täschchen. Hinten kann man die Münzen reintun und vorne die Scheine, denn die fallen durch das Loch nicht durch. So, und jetzt wollen wir noch den Verschluss machen. Und zwar machen wir so, wir legen das gerade hin, nehmen den Deckel, drücken den drauf und machen uns jetzt hier so einen Abdruck, indem wir hier mit dem Finger einfach ganz fest drumherum streicht. Und jetzt sehen wir hier eben diesen Kreis. Und den schneiden wir jetzt aus. Ich piek's jetzt da mal mit der kleinen Schere in die Mitte rein und schneide den ein bisschen ganz leicht außerhalb dieser Stanzlinie aus. Optimal geht es mit einer kleinen Nagelschere, denn die ist schon vorgerundet, da kommt sie gut im Kreis rum. Oder eben so eine kleine Bastelschere wie bei mir. So, jetzt gucken wir, ob es schon passt. Wunderbar. So, also der Gelbeutel wäre jetzt theoretisch fertig. Wenn man ihn nicht mehr verzieren möchte, kann man hier aufschrauben und zu. Aber wir wollen jetzt noch wie hier ihn mit Washi-Tapes bekleben. Das machen wir jetzt mal. So, jetzt haben wir schon mal hier den unteren Teil beklebt. Hier oben noch ein Band und die Rückseite. Und jetzt machen wir noch den Deckel. Dazu klebt man einfach die Streifen durchgehend durch und schneiden dann später das Loch aus.
Ich lasse die Kleber immer ein bisschen überlappen, dass sie nicht abgehen und schneide sie dann bündig ab, weil wenn man sie nach hinten biegen würde, würde das auf diese Beschichtung nicht heben. Das kann man zum Schluss auch ganz in einem Zug dann wegschneiden. So, lassen wir es hier ein bisschen überlappen. So, Emma, was sollen wir jetzt machen? Wieder die Punkte? Ja. Okay. Können wir dann das nächste System nehmen? Ja, genau. So, da sind eure Kreativität wieder keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt es bekleben oder könnt es auch Papier draufkleben. So, und noch ein letztes zum Schluss. Das muss man ganz groß abschneiden. Mhm. So, dann schneiden wir jetzt mal hier eine gerade Linie hoch. Schneiden wir jetzt auch noch weg, weil das klebt innen drin nicht, weil da die Beschichtung ist. Genau, und zum Schluss schneiden wir uns hier das Loch noch aus. Wenn ihr das mit Acryl bemalen wollt, dann müsst ihr es einfach mehrere Male überstreichen, dass es deckt. Wir haben es jetzt immer bei dem Piratengelbbeutel dreimal grundiert und immer dazwischen mit dem Föhn geföhnt, dann geht es auch schneller. So, jetzt ist er fertig. Ihr könnt es jetzt ganz normal zuschrauben und schon ist er einsatzbereit.